Aber zuerst kommt der wohl den meisten bekannte Referent, Professor Dr. Franz W. Seidler. Eine Kurzvita sei vorweggeschickt. Er lehrte an der Universität der Bundeswehr in München neuere Geschichte, insbesondere Sozial- und Militärgeschichte. In den meisten seiner zahlreichen Buchpublikationen beschäftigt er sich mit Fragen des Zweiten Weltkrieges. Es waren Bücher über Volkssturm, über die OT, Organisation Todt, Wehrmachtshelferinnen, Wehrmachtsgerichtsbarkeit, Kriegsverbrechen, Führerhauptquartiere, Alpenfestung und so weiter, biografische Arbeiten über Fritz Todt, Herbert Gille, Felix Steiner. Diese erschienen zumeist im Pule Merit Verlag, dem Antimperium. Ich erinnere nur Verbrechen an der Wehrmacht, die Wehrmacht im Partisanenkrieg, Phantom, Alpenfestung, Avantgarde für Europa, das Recht in Siegerhand und einige weitere Publikationen. Herr Professor Seidler wird hat sich ausbedungen, zum Thema Falschaussagen in unserer Historie zu sprechen. Der Untertitel: Die Kanonisierung der deutschen Geschichte am Beispiel des Kriegsausbruchs 1939. Herr Professor Seidler, ich schaue gerade, wo er ist. Hier ist er, am linken Ende. Sie haben das Wort. Wir begrüßen Sie an dieser Stelle recht herzlich. Herr Professor Seidler wurde, um noch hinzuzufügen, 1933 im Sudetenland geboren, also ein Vertriebener und ein wahrer Patriot und sachkundiger Militärhistoriker. Herr Professor, Sie haben jetzt das Wort, bitte. Meine Damen und Herren, ich frage mich eigentlich, gibt es keine wichtigeren Themen, als sich mit der deutschen Geschichte seit 1945, der Veränderung, der Kanonisierung, der Festlegung zu beschäftigen? In der Tat, wir haben viele größere Sorgen, Probleme, die sich anhäufen. Ich will sie nicht aufzählen. Wir wissen seit einer Generation, was auf uns Deutsche zukommt. Altersaufbau, Migration, Islamisierung, Bildungswesen. Wir wissen seit 10 Jahren, dass der Euro keinen Erfolg haben kann. Wir wissen seit etwa 5 Jahren, was Mainstream-Gendering heißt, die Vereinheitlichung der beiden Geschlechter. Und immer wieder kommen neue Probleme. Wer hätte denn gedacht vor 3 Monaten, dass einmal das wunderbare Musterland Baden-Württemberg in die Hände der Grünen kommen würde? Und wer würde heute noch zweifeln, dass mit Libyen, immerhin dem erfolgreichsten afrikanischen Landstaat, dass das einmal ein Kriegsschauplatz der NATO wird? Und damit habe ich überhaupt noch nicht die ganz welthistorischen Probleme erwähnt, mit den Stichworten China und Arabien und Afrika. Leben wir vielleicht doch in der Zeit eines welthistorischen Umbruchs, vergleichbar mit dem Wechsel der Antike zum Mittelalter vor 1500 Jahren? Oder vom Mittelalter zur Neuzeit um 1500, es spricht vieles dafür. Denn die Gewichte verlagern sich eindeutig. Trotz dieser großen Probleme bitte ich also um Aufmerksamkeit für mein kleines Thema. Es geht um unsere Geschichte. Ich will 2 Facetten deutlich machen. Eine Facette in vertikaler Richtung und eine in horizontaler Richtung. Vertikal, das heißt der Verzicht auf Tradition und Vergangenheit. Horizontal, das heißt die Zerstörung der Gemeinschaft. Wir wissen, dass ein Volk, dem man die Geschichte nimmt, seine Wurzeln verliert. Es stürzt früher oder später, wie ein Baum mit morschen Wurzeln, wenn der Sturm kommt. Der Wind ist da.
zum Zweiten. Menschen, denen man horizontal die Bindung an Familie, an Heimat und Volk nimmt, solche Menschen vereinzelt. Ihnen fehlt der Schutz des Waldes, den jeder Baum dort hat. Gemeinschaft macht stark, Isolierung macht schwach. Und belastet von der Geschichte, wie sie uns gelehrt wird, haben wir Deutschen es besonders schwer, die Probleme zum Nutzen unseres Volkes zu bewältigen. In Berlin gab es, vielleicht gibt es sie sogar noch, eine Ausstellung über Hitler und die Deutschen, so heißt die Ausstellung. Den Besuchern soll die dunkle Seite der Faszination deutlich gemacht werden, die das Dritte Reich auf die Menschen ausübte. Ohne Gruseln, ohne Kopfschütteln über die damaligen Zeitgenossen soll keiner das Haus verlassen. Und das gelingt, weil die Menschen nicht in ihrer Zeitgebundenheit dargestellt werden. Alles wird nämlich vom Heute aus gesehen und interpretiert. Zu den Exponaten dieser Ausstellung gehören Kinderbriefe an den lieben Onkel Adolf, Weihnachtsdekorationen der 30er Jahre, Hakenkreuzlampions, Möbel, die dem damaligen Zeitgeschmack entsprechen, aber nicht dem heutigen, und vieles andere, was der heutigen Generation absurd vorkommt. Und das Kapitel Gesellschaft und Verbrechen durfte natürlich nicht fehlen. Zur gleichen Zeit wurde in Nürnberg die Ausstellung Memorium eröffnet, zur Erinnerung an die Nürnberger Nachkriegsprozesse. Der Saal 600, in dem die Hauptkriegsverbrecher verurteilt wurden, soll sogar UNESCO-Weltkulturerbe werden. Warum? Die Deutschen dürfen nicht vergessen, dass dort die Nazi-Führung auf der Anklagebank saß. Ihnen gegenüber wurde zum ersten Mal das wirklich neue Recht angewandt, das die vier Siegerrechte kurz vor dem Prozess zusammengebastelt hatten. Nämlich nicht Staaten haben sich zu verantworten, sondern Individuen. Und vier, die dabei waren, das Londoner Protokoll, nämlich die Verfahrensregeln und die Rechtssätze zu konstruieren, die waren auch bei dem Prozess selbst dabei, nämlich vier als Richter und vier als Ankläger, wahrlich kein Zeichen von Gewaltentrennung. Und ein drittes Beispiel. 2009 gab die Deutsche Post die Sonderbriefmarke 2000 Jahre Varusschlacht heraus. Als ich zur Schule ging, hieß die Schlacht im Teutoburger Wald Hermannsschlacht. Denn der Sieger war Hermann der Karusker. Aber germanische Sieger verdienen keine Briefmarke. Die Tageszeitung Welt nannte ihn, nämlich Hermann, nach dem kambodschanischen Menschenschlechter den germanischen Pol Pot. Die Botschaft ist, von den Germanen haben wir uns zu distanzieren, die Römer waren die Besseren. Ihnen gilt unser briefmarkenwürdiges Bedauern, weil sie in einem räuberischen Hinterhalt der Pol Pot-Germanen umkamen. So ist die deutsche Geschichte zu einem Verbrecheralbum gemacht worden. Von Hermann, der die guten Römer besiegte, über Barbarossa, der einen Eroberungskreuzzug führte, über das imperialistische Römische Reich, Heilige Römische Reich deutscher Nation, über Luther, der wenig Schmeichelhaftes über die Juden sagte, über den kriegswütigen Friedrich den Großen, der für den preußischen Militarismus verantwortlich ist, über Bismarck, der das gefährliche Deutsche Reich schuf, über Kaiser Wilhelm II., der den Ersten Weltkrieg vom Zaun brach, bis zu Hitler, den Führer des Großdeutschen Reiches. Und der deutsche Nationalliberalismus des 19. Jahrhunderts war auch schlecht, weil er den Weg bereitete für zu viel Mitsprache des Volkes, zum Beispiel bei Volksentscheiden und Volksbefragungen, mit der Konsequenz, was ja nie hätte passieren dürfen,
Das unter Hitler, dem Volk, der Austritt aus dem Völkerbund, die Rückgabe des Saargebietes an Deutschland und der Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich zur Entscheidung und Billigung vorgelegt werden konnte. Weil dies alles damals möglich war, gibt es auch bis heute in der Bundesrepublik keine direkte Mitwirkung des Volkes, nicht einmal an politischen Wegemarken. Die deutsche Geschichte, so sagt der Schweizer Theologe und Sozialist Karl Barth, der Marsch der Deutschen durch die Geschichte war von Anfang bis Ende schlecht und falsch. Stimmt das? Das ist zunächst einmal eine Frage der Terminologie. Wer die Sprache lenkt, lenkt auch die Gedanken. Sprachhoheit gibt Macht, auch die Macht, Vergangenes zu formulieren und damit die Vergangenheit zu bewerten. Mit negativen Formulierungen wird sie negativ gemacht und mit positiven wird sie positiv gemacht. Demokratie und Menschenrechte, Frieden, Emanzipation, Toleranz, Freiheit, Gleichheit, das sind Begriffe ohne Makel, an denen niemand herumkritteln darf. Sie sind die Korsettstangen der öffentlichen Berichterstattung. Alle sind schillernd, zum Teil widersprechen sie sich, aber das spielt keine Rolle. Die Medien sind voll davon. Andere Wörter finden sich dort eher selten. Vaterland, Volk, Ehre, Treue, Pflichtbewusstsein. Je weniger man davon redet, desto schneller könnten sie ja vergessen werden. Und dann würden auch die Werte verschwinden, die sie bezeichnen. Und über das Dritte Reich gibt es eine eindeutig genormte Begrifflichkeit. Das war eine verfluchte Zeit. Das Codewort Alpha und Omega heißt nach kommunistischem Vorbild Faschismus. Dem Ausdruck Nationalsozialismus geht man aus dem Weg, weil es den heiligen Begriff Sozialismus enthält. Und aus dem Wort Nationalsozialismus wurde schlichtweg Nazi. Nazi-Deutschland, Nazi-Regime, Nazi-Verbrechen, Nazi-Wehrmacht, Nazi-Volk aus Millionen von Nazis. Und verstärkt wird die Begrifflichkeit noch mit dem Attribut verbrecherisch. Die verbrecherische Nazi-Justiz, die verbrecherische Nazi-Wehrmacht, der verbrecherische Nazi-Staat, das verbrecherische Nazi-Volk. Im Zweiten Weltkrieg sprachen die Alliierten von den Nazi-Schweinen, so wie sie von den Japanern als gelbe Läuse sprachen. Und Bundeskanzler Schmidt prägte den Namen Adolf Nazi. Pfarrer Fritz, der erste Pfarrer der wiederaufgebauten Frauenkirche in Dresden, nannte Dresden eine Nazi-Stadt. Mit diesem Vokabular ist man auf der richtigen Seite. Das ist der Sprechstandard. In Wirklichkeit handelt es sich um Tendenzwörter, um Totschlagwörter oder, wie die Psychologie sagt, um Killerphrasen, gegen die anzugehen inopportun und auch gefährlich ist. Das Grundwerkzeug für die Manipulation der Wirklichkeit ist die Manipulation der Wörter. Wer die Wörter kontrolliert, kontrolliert die Gegenwart und schreibt die Geschichte. Man muss nur, so formulierte es ja Goebbels, Lügen oft genug wiederholen, dann werden sie zur Wahrheit. Und die Mutter aller Lügen ist bei uns die von der Befreiung statt der Niederlage im Zweiten Weltkrieg. Diese Geschichtsfälschung ist seit Weizsäckers Rede Standard in Deutschland. Obwohl wir alle wissen, dass Befreier nicht stehlen, rauben und nicht plündern. Wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft, sagt George Orwell. Die Vergangenheit wird bei uns so dargestellt, wie es im Interesse derer ist, die das Sagen haben. Die Aufgabe der Geschichtsschreibung ist es also nicht zu zeigen, wie es in der Vergangenheit gewesen ist, sondern darzustellen, wie die Vergangenheit gewesen zu sein hat. Nur so ist sie nützlich und nur so lassen sich aus ihr die politisch korrekten Folgerungen ziehen. Und nur diese Art der Vergangenheit darf in die Schulbücher. Und nur diese Wahrheiten werden von den Medien verarbeitet.
Wenn die Zeitgeschichte zu volkspädagogischen Zwecken missbraucht wird, dann steht die Meinungsbildung im Vordergrund und nicht die Wissenschaft. Dann betreibt der Historiker nicht Geschichtswissenschaft, sondern Geschichtspolitik. Eigentlich versündigt er sich an der Wissenschaft. So wurden wir zu einem Volk mit einer falschen Geschichte. Vom wissenschaftlichen Standpunkt aus gesehen zu einem Volk ohne Geschichte. Und eigentlich zu einem Volk ohne Zukunft. Denn die Zukunft gewinnt nur der, der die Erinnerung füllt, nämlich vorschreibt, woran man sich erinnern darf. Der, der die Begriffe prägt und der, der die Vergangenheit deutet. Das gilt in besonderem Maße für die NS-Vergangenheit, für die 12 Jahre, die zum Angelpunkt der deutschen Geschichte gemacht wurden. Die Bundesrepublik versteht sich als Kontrastfolie zu dieser Zeit. Der Dauerpräsentation unserer Schande oder bei den Gedenktagen auch bei den deutschen Schandtaten. Die andere Negativfolie, die es auch gibt, die brauchen wir gar nicht. Das ist die Diktatur des Kommunismus. Die war ganz harmlos. Kommunistische Untaten sind etwas anderes als faschistische. Die Verbrechen der Deutschen in der Zeit des Nationalsozialismus, die werden maximiert. Die Verbrechen der Kommunisten werden unterdrückt, minimiert. Die einen Zahlen werden hochgerechnet, die anderen Zahlen werden kleingerechnet und Vergleiche sind nicht zulässig. Gegenrechnen, das wissen wir, ist eine Sünde gegen den antifaschistischen Geist. Die Europäische Kommission hat vor wenigen Wochen den Vorschlag einiger osteuropäischer Länder zurückgewiesen, die Kriegsverbrechen und die Verbrechen gegen die Menschlichkeit im ehemaligen Ostblock ebenso zu bewerten wie die Untaten der Hitlerallianz im Zweiten Weltkrieg. Das wurde abgelehnt. Es bleibt also verboten, nationalsozialistische Verbrechen zu billigen oder zu leugnen, aber die Billigung oder die Verneinung kommunistischer Verbrechen, die ist weiterhin straffrei. Hammer und Sichel können alle Wände gemalt werden, aber bitte kein Hakenkreuz. Hitler bleibt das Monstrum des 20. Jahrhunderts. Stalin darf als großer Staatsmann gefeiert werden und wer ihm ein Denkmal setzen will, der kann das tun. Nur gelegentlich schimmert die Wahrheit durch das Lügengewebe, meist in Verbindung mit einem Skandal. Zum Beispiel, wenn der amerikanische Präsident den Soldatenfriedhof in Bitburg besucht. Oder wenn der Historikerstreit zwischen Nolte und Habermas die Gemüter erhitzt. Oder wenn der Bundestagspräsident Jenninger eine falsche Rede im Bundestag hält. Oder wenn die Ausstellung über die Verbrechen der Wehrmacht demaskiert wird. Oder wenn Martin Walser in der Paulskirche die Wahrheit sagt. Damit sind wir beim Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, beim heimtückischen Überfall der verbrecherischen Nazi-Wehrmacht über das unschuldige Polen. Ein riesiges Verbrechen gegen den Frieden. Alle drei Wendungen sind falsch. Am 1. September wurde Polen nicht im Dornröschenschlaf überfallen. Es wurde ja nicht einmal überrascht, weil die Polen nach dem Krieg gierten. Sie waren darauf vorbereitet, allerdings in der falschen Schlachtordnung, nämlich vorbereitet zum Marsch nach Berlin, nach Königsberg und nicht zur Verteidigung ihres Landes. Und die polnische Regierung war auch nicht ahnungslos, sonst hätte sie die Teilmobilmachung nicht schon am 23. März 1939 ausgerufen. Und unschuldig waren die Polen sicher nicht. Die Behandlung der Minderheiten in ihrem Land schrie zum Himmel. Die deutschen Soldaten, die in Polen einmarschierten, das waren keine Nazi-Soldaten. Sie gehören auch nicht zur Nazi-Wehrmacht. Das waren halt Angehörige der deutschen Streitkräfte,
15 Millionen Männer, die im Laufe des Krieges einberufen wurden, das waren keine Verbrecher. Sie befolgten Befehle, manchmal vielleicht gegen ihr Gewissen. Was macht dann die Wehrmacht zu einer angeblich verbrecherischen Nazimaschinerie? Was machte es? Sie stand unter dem Oberbefehl des Teufels. Sie war am Überfall beteiligt und sie beging Massaker. Massaker ohne Zahl. Von Wilun bis zum Warschauer Aufstand, Massaker an Zivilisten, Juden und Kriegsgefangenen. Die deutschen Soldaten waren schon im Polenfeldzug. Tiere in Menschengestalt, wie der britische Cambridge-Historiker Richard Evans in seiner Abhandlung über das Dritte Reich schrieb, How the Nazis led Germany from conquest to disaster. Zur Einstimmung in das Jubiläumsjahr 2009 startete in Polen und in Deutschland die Fotoausstellung, sie hieß Größte Härte, Verbrechen der Wehrmacht in Polen. Der Historiker Jochen Böhler vom Deutschen Historischen Institut in Warschau, der dafür verantwortlich war, er nannte sein Begleitbuch Der Überfall. Das Buch war nicht nur fehlerhaft wie die Ausstellung, aufgrund ungenügender Archivarbeit, einseitig, ganz im Sinne der Polen. Es war eben ein politisch korrektes Buch, eine politisch korrekte Ausstellung, weil die Alleinschuld am Krieg bei den Deutschen gesehen wurde. Und in den deutschen Medien wird ausschließlich politisch korrekt argumentiert. Von dort übernahmen selbst die etablierten Historiker in der Bundesrepublik die Terminologie ihrer Veröffentlichungen, ungeachtet der Tatsache, dass sie mithalfen, aus der Geschichtswissenschaft eine Geschichtspolitik zu machen. Das wurde wieder einmal deutlich, als vor kurzem das Buch Das Amt erschien, in dem das deutsche Auswärtige Amt wegen seiner Judenpolitik im Dritten Reich schlichtweg als verbrecherische Organisation bezeichnet wurde. Die Billigung der Shoah habe die Deutschen zu einer verbrecherischen Gesellschaft werden lassen. Über solche angeblich wissenschaftlich austarierten Urteile kann man natürlich nur den Kopf schütteln. Die politisch korrekten Historiker, das zeigte sich erneut im Jubiläumsjahr, sind sich in der Beurteilung aller Facetten des Dritten Reiches einig. Es gibt keine Nuancen. Braun bleibt braun, Überfall bleibt Überfall, Pauschalurteile statt Differenzierungen. Und dabei pflegen die etablierten Wissenschaftler ein Zitierkartell. Wer nicht dazugehört, wird nicht beachtet. Mit den Forschungsergebnissen und Publikationen solcher Fachkollegen setzt man sich am besten nicht auseinander. Das sind schlimme Revisionisten. Sie stören die wissenschaftliche Inzucht. Sie gefährden die politische Korrektheit, weil sie in der Lage sind, die Halbwahrheiten und Verfälschungen aufzudecken. Sie verstoßen eben gegen das kanonisierte Geschichtsbild. Diese Leute sind gefährlich. An der Quelle der politischen Geschichtsdarstellung in Deutschland stehen die Siegermächte nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie verordneten den Deutschen ein neues Geschichtsbild, und zwar das Geschichtsbild ihrer Kriegspropaganda. Die Siegermächte wollten 1945 die Fehler, die sie nach dem Ersten Weltkrieg gemacht hatten, nicht noch einmal wiederholen. Damals hatte man den Deutschen mit dem Versailler Diktat zwar viel, viel zugemutet, aber die Volksmeinung, die hatte man nicht kaufen können. Die Empörung über das Verhalten der Sieger war damals allgemein. Es gab eine nationalbewusste Presse. Der Nationalstolz der Deutschen war ungebrochen. Auf die Soldaten ließ man nichts kommen, im Felde unbesiegt. Das Reichsarchiv publizierte ohne Zensur die Akten über den Krieg und stellte die Propagandalügen der Ententemächte offen an den Pranger. Und die neue Reichsverfassung, die Weimarer Verfassung, war ein Werk der Deutschen. Sie wurde nicht von den Siegermächten gesteuert, wie das Grundgesetz 1949. Und deshalb waren Volksentscheide und Volksbefragungen bis 1945 möglich. Es gab damals auch keine 5%-Klausel. Die Parteien eliminierte. Und unter den Beamten des Kaiserreiches gab es keine Säuberung. Alle behielten sie ihren Dienstposten.
Das deutsche Industriepotenzial blieb bis auf die Gebietsabtretungen in Oberschlesien erhalten. Und was die Außenpolitik angeht, die Außenpolitik der Weimarer Republik wurde nicht kontrolliert. Die Reichsregierung konnte sich weigern, die angeblichen Kriegsverbrecher auszuliefern. Ja, in den Augen der alliierten Sieger 1945 waren das Fehler über Fehler. So etwas sollte sich nach dem Zweiten Weltkrieg nicht wiederholen. Die maßgeblichen Planungen für das Schicksal Deutschlands und des deutschen Volkes nach dem Krieg entstanden in den USA. Einige sogar schon bevor die USA im Dezember 1941 in den Krieg eintrat. Vier Namen tauchen auf, Sie werden sie kennen. Theodor Kaufmann, Louis Neisser, Ernest Albert Houghton und Henry Morgenthau. Was diese vier zur Bestrafung der verbrecherischen Nazis vorschlugen, das ist so grausam, so pervers, so unglaublich, dass man in der Bundesrepublik Deutschland davon nicht spricht. Zumal der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, Joseph Goebbels, aus ihren Schriften genüsslich zitierte, um den deutschen Widerstandswillen im Zweiten Weltkrieg zu stärken. Alle vier verfolgten das gleiche Ziel. Germaniam esse delendam. Und die meisten ihrer Visionen wurden zur Realität. Was die Politiker der Siegermächte nach dem Zweiten Weltkrieg nicht erreichten, das gelingt gegenwärtig der amerikanischen Hochfinanz. Davon vielleicht ein bisschen später. Was waren denn die Gespenster, die vier Propheten, die ich genannt habe, fürchtete? Das war die deutsche Wirtschaftskraft, das war der preußische Militarismus und das war das deutsche Wesen, das für sie in Rassendünkel, Aggressivität und Mordlust gipfelte. Unser Wesen, ihr Wesen, mein Wesen gipfelt in Rassendünkel, Aggressivität und Mordlust. Germany must perish. Deutschland muss verschwinden. So lautete der Titel eines Buches, das Theodor Newman Kaufmann 1941 veröffentlichte, um das Kriegsziel vorzugeben. Kaufmann hatte keine offizielle Stellung. Was er schrieb, war die Meinung eines Einzelgängers. Aber er hätte der deutschen Propaganda keinen größeren Gefallen tun können. Goebbels frohlockte. Bereits der erste Satz seiner Schrift traf ins Schwarze. Es handelt sich um den Plan zur restlosen Vernichtung des deutschen Volkes und seiner Ausrottung, und zwar des Volkes in seiner Gesamtheit. Eine Kapitelüberschrift lautete: Tod dem deutschen Volk, die Krähe soll nie wieder krächzen. Vorschlag: Massensterilisation. Dass die Deutschen nach und nach, so schrieb er, aus Europa verschwinden, das wird keine negative Lücke hinterlassen. Keine größere als das allmähliche Verschwinden der Indianer hierzulande, schrieb er. Vielen Amerikanern, auch dem Präsidenten Roosevelt, gefiel der Plan. Der Plan, die Deutschen zu kastrieren, damit sie nicht immerzu Kinder in die Welt setzen, die so weitermachen wollen wie früher. Nazi-Männer, die Nazis zeugen, Nazi-Frauen, die Nazis gebären. Roosevelt zählte den Kaufmann-Plan zu den möglichen Strafmaßnahmen gegen Deutschland. Und auf der Konferenz von Quebec im September 1944, halbes Jahr vor Kriegsende, sagte er: Wir müssen Deutschland hart anpacken. Und ich meine damit das deutsche Volk und nicht bloß die Nazis. Man muss die Deutschen entweder kastrieren oder sie so behandeln, dass sie nicht erneut Leute in die Welt setzen, die so handeln, wie sie es in der Vergangenheit getan haben. Das war Kaufmann. Der Harvard-Professor Ernest Albert Houghton hatte einen anderen Plan. Er bevorzugte die Vermischung der Deutschen mit anderen Rassen, die nach dem Krieg in Deutschland angesiedelt werden sollten. Auf diese Weise sollten die Deutschen ihre angeborene Kriegslüsternheit,
ihre Aggressivität verlieren, aber ihre angeborene biologische und soziale Leistungsfähigkeit an die nächste Generation weitergeben können. Er veröffentlichte diesen Plan am 4. Januar 1941, also lange bevor die USA in den Krieg eingetreten waren, in der Tageszeitung PM's Daily, The News and Pictures in New York. Das war die erste Bildzeitung der Welt, die sich zur einen Hälfte aus Text und zur anderen aus Bildern zusammensetzte. PM's Daily, The News and Pictures. Als Anthropologe hatte Hooton feste Vorstellungen von den Unterschieden zwischen den Rassen. Und er glaubte, die Vermischung zielsicher lenken zu können. Den Morgenthau-Plan, den will ich inhaltlich nur streifen, weil ich ihn als bekannt voraussetze. Zerschlagung des deutschen Wirtschaftspotenzials. Depriving Germany of all heavy industries. Deutschland soll keine Schwerindustrie haben. Demontagen, Aggressierung. Germany's road to peace leads to the farm. Die Konsequenz? 30 Millionen Deutsche müssen verhungern, damit Frieden wird. Im Unterschied zu allen anderen Planungen hatte der Morgenthau-Plan die Zustimmung von zwei Staatschefs, nämlich des amerikanischen Präsidenten Roosevelt und des britischen Premierministers Churchill. Bei ihrem Treffen in Quebec, 15. September 1944, setzten sie ihre Unterschrift unter das Dokument. Als sich die beiden Staatsmänner dort trafen, verschärfte Churchill den Text Morgenthaus, der ihm vorgelegt wurde. Ihm ging es um die Ausschaltung der Deutschen Wirtschaftskonferenz für alle Zukunft. Deshalb dürfte der Morgenthau-Plan genauso gut Churchill-Plan heißen. Ich zitiere: Die Leichtigkeit, mit der sich die metallurgische, chemische, elektrische Industrie in Deutschland von Friedens- zu Kriegszeiten umstellen lässt, wurde uns als bittere Erfahrung beigebracht. Die Industrien an der Ruhr und im Saargebiet müssen stillgelegt werden und ganz geschlossen werden. Und dieses Programm zur Ausschaltung der zur Kriegsführung geeigneten Industrien zielt darauf ab, Deutschland in ein Land umzuwandeln, das in seinem Charakter vorwiegend von Ackerbau und Viehzucht geprägt ist. Das war ein Zitat von Churchill in dem Plan, in dem Morgenthau-Plan. Für die Zustimmung zu diesem Plan bekam Churchill von Morgenthau die Zusicherung, dass das Leih- und Pachtabkommen vom 18. Februar 1941 verlängert wurde, das den Briten kostenlos kriegswichtiges Material garantierte. Das ist im Allgemeinen nicht bekannt, dass das ein Deal, ein Handel, ein Geschäft gewesen ist. Na gut, wenige Wochen später distanzierten sich Roosevelt und Churchill vom sogenannten Morgenthau-Plan, der, wie ich sagte, genauso gut Churchill-Plan heißen könnte. Warum? In den USA wandten sich die fünf größten Gewerkschaften dagegen, dass die deutschen Industriearbeiter die Zeche bezahlen sollten. Und in Großbritannien, da war es der Außenminister Eden, der Churchill darauf hinwies, dass er eine Steilvorlage für Hitlers Durchhaltepropaganda unterschrieben habe. Obwohl offiziell zu den Akten gelegt, wirkte der Plan in den Köpfen noch nach. Eisenhower, der Oberkommandierende der alliierten Truppen in Europa, identifizierte sich voll und ganz mit ihm. Er war der Meinung, die Deutschen müssen hart angefasst werden. Ich zitiere: Die deutsche Bevölkerung, die ganze deutsche Bevölkerung ist ein Fall von Paranoia. Und es gibt keinen Grund, einen Paranoiker schonend zu behandeln. Warum ich Eisenhower ins Spiel bringe? Weil die Direktive, die Sie alle kennen, JCS 1067, der Joint Chiefs of Staff, der Vereinigten Generalstäbe vom April 1945 im Geiste Morgenthaus abgefasst ist. Sie bestimmte die amerikanische Besatzungspolitik bis 1947. Deutschland, das kennen Sie, wird nicht besetzt zum Zwecke der Befreiung, sondern als besiegte Feindnation.
Die vierte Headschrift trug den Titel What to do with Germany? Was machen wir bloß mit Deutschland? Aus der Feder des jüdischen Rechtsanwalts Louis Neiser. Roosevelt machte die Lektüre dieses Buches den Mitgliedern seines Kabinetts zur Pflicht. Und Eisenhower ließ die Schrift in der Armee verteilen. Roosevelts Nachfolger, Harry S. Truman, sagte, jeder Amerikaner sollte sie lesen. Was soll man mit den Hunden nach dem Krieg machen, fragte Neiser am Beginn des Buches. Sterilisieren, hat der Kaufmann gelesen. In 3 Monaten könnte man die zeugungsfähigen Männer operieren und nach 2 Generationen wären die Hunden ausgestorben. Aber, der Widerstand der Kirchen wäre zu groß. Deshalb lässt sich das nicht machen. Deutschland zerstückeln, wie im Mittelalter, sein zweiter Vorschlag, das geht auch nicht, weil die Stücke wieder zusammenfinden würden, so stark wie das deutsche Zusammengehörigkeitsgefühl ist. Umsiedeln zur Zwangsarbeit lässt sich auch nicht machen, denn Mitteleuropa kann man nicht entvölkern. Da bleibt nur übrig Bestrafung und Umerziehung. Und da die deutsche Geschichte in seinen Augen eine Folge von Kriegen, er spricht von der Warlust of the German people, also von der Kriegslust der Deutschen, und weil die deutsche Geschichte eine Folge von Menschenrechtsverletzungen ist, und zwar aus Rassendünkel, und noch mehr zur Eroberung der Weltherrschaft. Einige Male taucht der Ausdruck auf Rule the World im Zusammenhang mit dem Dritten Reich. Und weil die Deutschen Rassebewusstsein, Militarismus, Aggressivität internalisiert haben, deshalb sind alle schuldig. Die Deutschen können einfach ihren Charakter nicht verleugnen. Natürlich kann man nach dem Sieg nicht alle vor Gericht stellen, also muss man sich auf die Eliten beschränken, auf Parteiführer, Militärs, Industrielle, Wissenschaftler. Und wem nicht der Prozess gemacht wird, der muss umerzogen werden. In dem Kapitel Invading the German Mind, also die Aushöhlung des deutschen Geistes, schrieb er, ich zitiere auf Deutsch, die Umerziehung ist die größte und vornehmste Aufgabe, die uns Amerikanern je auferlegt worden ist. Denn es geht darum, das geistige Fundament eines ganzen Volkes zu zerstören und diesen einen neuen Charakter einzupflanzen. Was in den USA geplant wurde, das wurde in England, wo die meisten Exilregierungen ihren Sitz hatten, gebilligt und befürwortet. Alle standen hinter der Aussage von Duff Cooper, dem englischen Informationsminister, wir dürfen keinen Unterschied machen zwischen Hitler und dem deutschen Volk. In den Nachrichtensendungen an die deutschen Hörer stimmte Thomas Mann aus dem Exil den Hasstiraden der amerikanischen Kriegspropaganda zu. Mit Recht, so schrieb er am 27. September 1942, mit Recht beratschlage die zivilisierte Welt, wie aus den deutschen Generationen, deren Gehirne vom Nationalsozialismus geformt sind, also aus moralisch völlig begriffslosen und missgebildeten Killern Menschen zu machen sind. Jetzt haben wir es. Aus missgebildeten Killern, moralisch begrifflos, Menschen machen. Nach dem Krieg lehnte er ja ab, wie Sie wissen, nach Deutschland zu kommen, mit der Begründung, zitiere, ist auch ganz nett, zitiere es, mich hat der Teufelsdreck, der sich Nationalsozialismus nennt, den Hass gelehrt. Zum ersten Mal in meinem Leben den wirklichen, tiefen, unauslöschlichen, tödlichen Hass. Und Deutschland muss die furchtbare nationale Gesamtschuld selber tragen. Sie müssen die Strafe selber erdulden. Und dabei wolle er und könne er dieser deutschen Nation nicht beistehen.
nachdem die Alliierten den Krieg gegen die Bösen gewonnen hatten, begannen sie, diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die sie Kriegsverbrecher nannten. Man beschuldigte sie, die grausamsten Taten gegen die Gesetze Gottes und der Menschheit, the most abominable deeds against the laws of God and man, begangen zu haben. 13 über Kriegsverbrecherprozesse. Da wurden die Kernthesen zementiert, die für die Deutschen in Zukunft gelten sollten. Nämlich, das deutsche Volk hat mitzuverantworten, was die Führung des Deutschen Reiches verbrochen hat. Nämlich Verschwörung gegen den Frieden, zweitens Kriegsverbrechen, drittens Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Warum? Weil dieses Volk Hitler an die Macht brachte, weil es seinen Weisungen gehorchte und nichts tat, um den Diktator zu stürzen. James Baker, der zur Zeit der deutschen Wiedervereinigung amerikanischer Außenminister war, der gab zu, dass sich die Alliierten nach dem Krieg mit ihrer eigenen Kriegspropaganda in Zugzwang gebracht hatten. Er sagte, wir machten aus Hitler ein Monstrum, einen Teufel. Deshalb konnten wir nach dem Krieg nicht mehr davon abrücken. Hatten wir doch die Massen gegen den Teufel persönlich mobilisiert. Als Ergebnis standen folgende Grundsätze fest. Erstens, Deutschland trägt die Alleinschuld am Zweiten Weltkrieg. Zweitens, die Deutschen sind kollektiv schuldig an den Verbrechen des Dritten Reiches, insbesondere am Judenmord. Und drittens, die Wehrmacht führte mit zahllosen Kriegsverbrechen an allen Fronten einen verbrecherischen Rassen- und Vernichtungskrieg. Die deutschen protestantischen Kirchen hatten es nach dem Kriegsende ganz besonders eilig. Im Stuttgarter Schuldbekenntnis, das war im Oktober 1945, die Kollektivschuld des deutschen Volkes anzuerkennen. Und Sie kennen Daniel Goldhagens Siegeszug durch die Bundesrepublik mit seinem Buch Hitlers willige Vollstrecker. Und noch 2003, also vor 8 Jahren, bestätigte der israelische Professor Omar Bartov in seinem Buch Germany's War and the Holocaust die These. Und was die schmutzige Wehrmacht angeht, da verweise ich nur auf die berüchtigte Remsma-Ausstellung Vernichtungskrieg, Verbrechen der Wehrmacht. Übrigens das neue Buch von Sönke Neitzel und Harald Welser mit dem Titel Soldaten über die Abhörprotokolle des britischen Geheimdienstes, das schlägt genau in die gleiche Kerbe. Nach der Kapitulation der Wehrmacht erhielten alle amerikanischen Soldaten ein Faltblatt mit dem Titel Occupation. Da wurde ihnen eingeschärft, vorsichtig zu sein, wenn sie es mit Deutschen zu tun kriegten. Und ich zitiere aus diesem schönen, auf Deutsch, aus diesem schönen Blatt. Wenn du denkst, dass die Deutschen sauber aussehen, anständig und harmlos, dann erinnere dich, es sind diejenigen, die den Krieg unterstützten und die Mörderarbeit taten. Bevor dir klar wird, dass der Narzissmus nicht das Produkt einiger außergewöhnlicher Individuen war, sondern tiefe Wurzeln in der deutschen Zivilisation hatte, so lange wirst du nicht imstande sein, die wahre Bedeutung dessen zu erfassen, was du siehst. Die wahre Bedrohung der Weltsicherheit liegt in der Seele des deutschen Volkes. In Buchenwald wurden Massenmorde mit typischer deutscher Gründlichkeit ausgeführt. Die deutsche Sauberkeit ist typisch, so sehr, dass sie aus menschlichen Körpern Seife machten. Nazikunst gab der Welt Lampenschirme aus tätowierter menschlicher Haut. Wenn Sie vor die Jungen, diese wirklich unbeeinflussten jungen GIs mussten das also zur Kenntnis nehmen. Und deshalb war ja auch jede Fraternisierung verboten. Also summa summarum,
Die Deutschen sind ein durch und durch kriminelles Volk. Und diejenigen, die nicht gerichtlich bestraft werden, die müssen umerzogen werden. Die Umerziehung lag in den Händen der Besatzungsmächte. Die Vereinigten Generalstabschefs gaben den Kurs vor. Die zitierte daraus: Die ersten Schritte der Umerziehung werden sich streng darauf beschränken, den Deutschen unwiderlegbare Fakten zu präsentieren, um ihnen das Bewusstsein der deutschen Kriegsschuld klarzumachen. Der Schock der Wahrheit soll zur Anerkennung der Schuld führen. In der amerikanischen Besatzungszone begann das mit Plakaten von Buchenwald und der Inschrift: Diese Schandtaten, eure Schuld. Und mit dem Film Die Todesmühlen über die Leichenberge im KZ Bergen-Belsen. Jetzt kommt aber das Interessante, denn die Umerziehung war ein noch nie dagewesenes Experiment. Ein Experiment, bei dem Psychoanalyse und Sozialwissenschaften Hand in Hand zusammenwirkten. Siegfried Freuds Lehre vom Unbewussten, das in das Bewusstsein überführt werden muss, war bisher ja nur bei Individuen erprobt, aber nicht in gesellschaftlichen Gruppen. Die Frage war, ob sich Kollektive genauso wie Individuen steuern lassen. Können die Deutschen von den Perversionen des Faschismus mit den Mitteln der Psychoanalyse geheilt werden, wenn die Sozialwissenschaften unterstützend mitwirken? Die Beeinflussung sollte über eine absolute Medienkontrolle erreicht werden. Lizenzen, das wissen Sie, wurden nur an willige Helfer ausgegeben. Die intellektuellen Umerzieher kamen aus Amerika, die Frankfurter Schule. Max Horkheimer führte sein 1933 geschlossenes sozialwissenschaftliches Institut nach Frankfurt zurück. Von dort steuerte er nach der Gründung der Bundesrepublik die Umerziehung der geistigen Oberschicht an den Universitäten. Es wurden neue Lehrstühle für Soziologie und Politikwissenschaft eingerichtet. Die Lehramtskandidaten lernten ein neues Schulfach kennen: Politikwissenschaft, Politik, Sozialkunde, Gemeinschaftskunde. Der Name ist gleichgültig. Und immer bestimmte die Frankfurter Schule die Richtlinien. Wofür wurde plädiert? Wertneutralität, Kinder bereits zu ungezügelter und besserwisserischer Kritik zu erziehen, Auflösung aller Autorität und Geschichtserinnerung tabu. Im Grunde eine materialistische Ideologie im Sinne von Karl Marx. Individualismus und Materialismus sollten unter dem Dach der Menschenrechte die bisherigen Ideale verdrängen. Aus dem Volk wurde eine Gesellschaft. Alle Werte, die im Dritten Reich gepflegt wurden, waren demokratiefeindliche Topoi. Und an die Stelle von Gemeinsam und Opfersinn trat das Streben nach persönlichem Glück, Pursuit of Happiness, und das Lustprinzip zur Selbstverwirklichung des Einzelnen in einer satten Spaßgesellschaft, Have Fun, Enjoy Your Life. Und die alten Tugenden wurden als Sekundärtugenden verspottet. Und es geschah, wie es Louis Neisser 1944 und nach ihm Walter Lippmann 1946 formuliert hatte: Das gesamte deutsche Erziehungssystem muss vernichtet werden. Die altdeutsche Erziehung muss neuen Erziehungszielen weichen. Rechte sind wichtiger als Pflichten, und auf dem Weg in eine antifaschistische Zukunft sind Traditionen nur hinderlich. Auch die Traditionen der Bundeswehr und die deutsche Geschichte wurde auf die 12 Jahre Nationalsozialismus verkürzt.
Nur so konnte der verbrecherische Charakter des deutschen Volkes mit zwei mörderischen Großtaten, Kriegsauslösung und Judenmorde, manifest gemacht werden. Und nur so konnte ein Schuldkult eingepflanzt werden. Siebzig Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg muss man feststellen, dass die Ziele zur Zerstörung Deutschlands und zur Auflösung des deutschen Volkes, die während des Krieges in den USA ausgebrütet worden war, dass die realisiert sind. Morgenthau-Plan, zwar von den Demontagen erholte sich Deutschland recht gut, aber der Kult der anthropogenen Erderwärmung bringt das industrialisierte Deutschland derzeit zum Ersticken. Der Hutenplan, Vernichtung der reinrassigen Deutschen durch Vermischung mit anderen Rassen, die ist wohl im Gange. 15 Millionen Migranten oder Menschen mit Migrationshintergrund, die sind dabei, sie mit 65 Millionen Deutschen in ein Rassengemisch zu verwandeln. Und in einigen Städten, das wissen wir, werden in Kürze die Migranten die Mehrheit stellen, die Mehrheit der Wähler stellen. Wenn auch Hutens Visionen nicht unmittelbar nach dem Krieg Wirklichkeit wurden, heute wäre er bei einem Spaziergang durch eine deutsche Großstadt stolz auf seine Weitsicht. Kaufmanns Forderung, Tod dem deutschen Volk, helfen unsere Politiker nicht mit, obwohl sie nach ihrem Amtseid zum Wohl des deutschen Volkes verpflichtet sind. Sie tun doch alles, damit eine multikulti Gesellschaft daraus wird. Für mich ist immer symptomatisch, dass auf dem Giebel des Reichstages zwar steht dem deutschen Volke, aber im Lichthof des Reichstages ein 20 Meter langer Betondruck steht mit der Aufschrift der Bevölkerung. Denn die Abgeordneten seien nicht einem mythischen Volk verantwortlich, sondern allen Bewohnern der Bundesrepublik. So meinte es zumindest der Aktionskünstler Hake, der den Auftrag bekam. Und wie die deutsche Geschichte uminterpretiert wurde, lässt sich am besten aus den Äußerungen der deutschen Politiker zum Kriegsausbruch am 1. September entnehmen. Alles, was man vor zwei Jahren sehen und hören konnte, entsprach den Nürnberger Vorgaben. Diese Vorgaben sind für die Bundesrepublik rechtsverbindlich. Denn als 1954 Deutschland zum Eintritt in die NATO und zur Beteiligung an der Verteidigung gegen den kommunistischen Ostblock im Überleitungsvertrag eine Teilsouveränität erhielt, musste es im Artikel 7 zur Kenntnis nehmen, dass alle deutschen Gerichte und Behörden die Urteile und Entscheidungen aus den Nürnberger Prozessen, ich zitiere, in jeder Hinsicht als rechtskräftig und rechtswirksam zu behandeln haben. Was den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs angeht, heißt das, an der deutschen Alleinschuld darf nicht gezweifelt werden. Sie darf nicht relativiert werden. Es darf nichts erwähnt werden, was die deutsche Schuld an der Entfesselung des Krieges in Frage stellen könnte. Also auch Hinweise auf den Versailler Vertrag, den man nicht Versailler Diktat nennen darf, und auf die Situation der Deutschen im polnischen Nationalstaat ab 1919, der eigentlich kein Nationalstaat war, weil 30% der Bevölkerung Deutsche, Ukrainer, Litauer, Tschechen, Weißrussen und Juden waren. Haben Sie im Jubiläumsjahr etwas gehört über die fragwürdigen polnischen Gebietsaneignungen nach dem Ersten Weltkrieg? Haben Sie je etwas gehört über die polnische Hetze zum Beginn des Zweiten Weltkriegs? Denn ab April kannte der polnische Nationalismus keine Grenzen mehr. Sie erhielt eine Garantiezusage von den Engländern und Franzosen und das machte sie so sicher. Und von da an lag der schwarze Peter bei der Reichsregierung.
Der amerikanische Journalist Shirer schrieb über die englische Garantieerklärung: Man kann eine Pulverfabrik bewachen, wenn darin die Sicherheitsvorschriften beachtet werden. Doch eine Pulverfabrik zu bewachen, in der sich Verrückte aufhalten, das ist unmöglich. Die einseitigen Verpflichtungen Englands und Frankreichs zugunsten der Polen schreckten Stalin vor einem Bündnis ab. Er wollte nicht von den beiden in einen Krieg gegen Deutschland hineingezogen werden, dann lieber ein Bündnis mit Deutschland. Alle deutschen Regierungen seit 1949 akzeptieren diese Art der Regelung der deutschen Situation 1939. Das Dogma heißt eben, die Deutschen sind selber schuld. Das ist ihre Schuld, dass ihre Städte zertrümmert wurden, dass 500.000 Zivilisten in den Luftschutzkellern starben. Da sind die Deutschen schuld. Vor Angela Merkel nahm noch nie ein deutscher Bundeskanzler an den jährlichen Gedenkfeiern zum Kriegsausbruch auf der Westernplatte teil. Sie war 2009 die Hauptperson. Und sie erfüllte alle Erwartungen, die man von der Vertreterin des schuldigen Deutschlands erwartete. Gleich nach dem polnischen Ministerpräsidenten Tusk trat die Bundeskanzlerin zum Rednerpult. Sie sprach, wie erwartet, von der immerwährenden geschichtlichen Verantwortung für den von Deutschland entfesselten Krieg und alles Leid, das er mit sich brachte. Es werde, Zitat, niemals geschehen, dass eine andere Sicht aufkomme. 6 Millionen Polen seien durch Krieg und Besatzung ums Leben gekommen, die Hälfte von den Juden an der Alleinschuld Nazi-Deutschlands am Zweiten Weltkrieg und an der Einzigkeit seiner Verbrechen ließ sie keinen Zweifel. Dafür übernehme Deutschland die Verantwortung. Das Wort Vertreibung nahm sie nicht in den Mund. Sie formulierte den Sachverhalt so, wenn in meinem Land bis heute auch an das Schicksal der Deutschen gedacht wird, die infolge des Krieges ihre Heimat verloren haben, dann tun wir das im Bewusstsein der Verantwortung Deutschlands, die am Anfang von allem stand. Dann tun wir das, ohne irgendetwas an der immerwährenden geschichtlichen Verantwortung Deutschlands umschreiben zu wollen. Das wird niemals geschehen. Zitat Ende. Ja. Frau Merkel hielt eine Liebkindrede. Nur kein falscher Ton, der die Selbstbetroffenheit stören könnte. Im Vergleich, und damit komme ich zum Schluss, im Vergleich zu ihr war der Regierungschef der Russischen Föderation von ganz anderem Kaliber. Putin wies den polnischen Staatspräsidenten Kaczynski in die Schranken, der die Ermordung von 15.000 polnischen Armeeangehörigen bei Katyn mit dem Holocaust verglichen hatte. Polen solle sich nicht aus dem verschimmelten Brötchen die Rosinen herauspicken, sagte er. Alle sollten für die Fehler gerade stehen, auch die Polen. Ja, und Putin übernahm sogar den Part der Kanzlerin, als er auf die Demütigungen Deutschlands durch den Versailler Vertrag zu sprechen kam. Mehrfach sagte er, dass das Diktat ein schwerer Fehler gewesen sei. So könne man eine große Nation nicht behandeln. Ja, wie jämmerlich war im Vergleich dazu das, was die Bundeskanzlerin der angeblich so souveränen Bundesrepublik Deutschland zu sagen hatte. Sie erfüllte ihre Pflicht, aber nur die nach den Vorschriften des Nürnberger Geschichtsbilds. Nicht mehr und nicht weniger. Danke.